Hallo. Heute wollte ich mal zeigen, wie man ein GIF erstellt, also selbst erstellt, ohne irgendwelche Filter und wie man da trotzdem was Tolles draus machen kann. Man sollte dazu wissen, dass man bei den GIFs natürlich im Prinzip einfach nur mehrere Bilder übereinander legt und das ist der Zweck dahinter, das heißt wie eine Art Daumenkino. Dementsprechend muss man natürlich aufpassen, wenn man mit transparenten Ebenen arbeitet, dass man da eben durchschauen kann. Das heißt, wenn ich mehrere transparente Ebenen übereinander lege in GIFs, funktioniert das nicht vom Aussehen her, weil man die ja alle sieht. Und das ist das Problem. Deswegen beim selber Erstellen von GIFs, sollte man eben nur mit deckenden Ebenen arbeiten. Hier habe ich mein Urlaubsbild und ich würde das gern mehr oder weniger nacheinander einblenden. Das heißt, das erste Drittel, dann zwei Drittel und dann drei Drittel. Also so, als wenn das so also ein bisschen nacheinander aufgefaltet wird. Dazu ja, brauchen wir natürlich dann drei Ebenen mit dem gleichen Bild, weil wir ja im Prinzip einfach nur nacheinander die drei Bilder übereinander legen. Also das ist ja da das Sinn von einem GIF. Und jetzt schneiden wir bei zwei Ebenen einfach ein bisschen was weg. Das heißt, ich gehe hier mal auf rechteckige Auswahl. Ihr könnt natürlich auch mit Mustern arbeiten, ihr könnt Dreiecke, was auch immer machen. Das ist wirklich nur ein ganz einfaches Beispiel. Hier schneide ich jetzt mal ein Drittel weg. Wir haben 1000 Pixel, sieht man ja hier oben. Das heißt, ich schneide mal so 330 weg ungefähr. Kommt am Ende sicherlich nicht auf den Pixel genau an. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier drüben euch die Skala rüberziehen und dann könnt ihr ja hier oben ablesen. Hatten wir ja auch alles in der Einleitung gehabt. Und ihr könnt natürlich auch hier unten euch das umstellen in Millimeter, Zentimeter, wie auch immer. So, jetzt gehen wir mal in die nächste Ebene. Hier brauchen wir dann eins, wo zwei Drittel weggeschnitten sind. Und dementsprechend gehen wir hier dann auf so ungefähr und schneiden das hier weg. So, Auswahl quittieren. Und im Endeffekt ist es ja, wie gesagt, so ein GIF nichts anderes, als wenn man einfach Bilder nacheinander übereinander legt. Als erstes Bild soll natürlich das eingeblendet werden mit nur einem Drittel. Deswegen schieben wir diese Ebene mal nach ganz unten. Einen Moment. So, das heißt, im Prinzip können wir uns das GIF jetzt selber schon mal anschauen. Erst kommt das Bild, dann kommt das Bild, dann kommt das Bild. Das sieht natürlich ein bisschen trostlos aus, deswegen würde ich sagen, wir können den weißen Bereich natürlich noch ein bisschen füllen. Da können wir jetzt noch ein universelles Muster reinmachen, irgendein Urlaubsmotiv, Farbverläufe, also da kann ja alles rein. Deswegen, ich gehe jetzt hier mal auf den Zauberstab, wähle einfach diesen Bereich hier mal aus. Aber ich bin jetzt in dieser Ebene, sehe ich gerade. Egal, und gehe mal auf Bearbeiten und mit Muster füllen. Die Muster könnt ihr natürlich vorher hier unter Muster auswählen. Da könnt ihr etwas Passendes auswählen und dann diese Auswahl einfach füllen mit diesen zum Beispiel. Das sieht so ein bisschen urlaubsmäßig aus. Auswahl nichts. Und jetzt gehen wir auf die untere Ebene, blenden die obere mal aus, damit wir auch was sehen. Und hier machen wir dann noch mal das Gleiche. Das heißt also, wir wählen diesen Bereich aus. Dann macht ihr irgendwas rein, was ihr wollt. Machen Auswahl nichts. Und im Prinzip sieht das bis jetzt dann so aus. Das heißt, erst wird das eingeblendet, das und das. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, man macht sich generell noch eine Ebene mit diesem Holzhintergrund. Kann man natürlich auch machen. Das heißt, wir machen eine Ebene. Wählen die aus. Gehen auf alles auswählen und füllen auch diese wieder mit diesem Muster. Und jetzt schieben wir diese Ebene wieder runter. Entweder wird Track and Drop oder eben durch diesen Knopf hier unten. Also durch das Hoch- und Runterschieben.
So. Das heißt, unser GIF sieht jetzt so aus, dass das, das und das eingeblendet wird. Ich denke mal, ist auch ein ganz schöner Effekt sozusagen. Man kann sich das vorher schon anschauen, indem man auf Filter geht. Jetzt muss ich selber mal kurz schauen. Animation und hier Animation abspielen. Das heißt, hier könnte man sich das dann schon anschauen. Das ist jetzt sehr schnell. Das liegt daran, dass wir in dem Sinne noch keine Geschwindigkeit definiert haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Geschwindigkeiten dieses Umblätterns zu definieren. Die Möglichkeit 1 wäre, ihr geht in die Ebenen rein, geht auf Ebeneneigenschaften und schreibt hinter den Namen in einer Klammer die Millisekunden, wie lang dieses Bild angezeigt wird. Das heißt, schreibe ich zum Beispiel hin, 1000 Millisekunden in Klammern, wird dieses Bild dann 1000 Millisekunden, also eine Sekunde im GIF angezeigt. Und das könnt ihr jetzt mit jedem Bild machen. Natürlich in eurer gewünschten Geschwindigkeit. Es gibt, wenn ihr sehr viele Ebenen habt und alle Ebenen in der gleichen Geschwindigkeit angezeigt werden sollen, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Ich mache mal hier spaßenshalber 2000 Millisekunden, also 2 Sekunden. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, jede Ebene in einer anderen Geschwindigkeit anzuzeigen. Jetzt, wenn ihr soweit fertig seid, könnt ihr auf Datei exportieren nach. Und wichtig ist jetzt hier die Endung GIF zu nehmen, weil es ja auch als GIF gespeichert werden soll. Und somit kommt dann eben auch noch das Menü zum GIF speichern. Und dort haben wir dann nochmal die Möglichkeit, die Geschwindigkeit auch nochmal einzustellen. Als erstes ist es natürlich wichtig, hier das Kreuz zu setzen als Animation, sonst funktioniert das natürlich nicht. Dann gibt es hier die Möglichkeit, Schleife endlos wiederholen. Das heißt einfach, dass sich das GIF immer wieder wiederholt, solange ich es eben geöffnet habe. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, Pause zwischen Einzelbildern, wenn nicht spezifiziert. Das heißt also, haben wir das nicht so angegeben, wie wir das in den Ebenen gerade gemacht haben, hier rechts, könnt ihr das hier nochmal auswählen. Das heißt, könnt ihr zum Beispiel hier sagen, 2000 oder so, je nachdem. Und das zählt dann für alle Ebenen. Dazu müsst ihr dann aber dieses Kreuz hier noch setzen. Sonst könnte es sein, dass es, glaube ich, 100 Millisekunden sind, also so wie das gerade in der Vorschau war, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr es hier setzt, habt ihr dann diesen Abstand beim Umblättern oder ihr, wie gesagt, definiert es hier in diesen Ebenen. Und jetzt könnt ihr auf Exportieren gehen. Das kann je nach Bildgröße mal ein paar Sekunden dauern. Und jetzt öffnen wir das mal und gehen mal hier rein und schauen mal, ob das funktioniert hat. Und wie wir gesehen haben, das letzte Bild bleibt nicht eine Sekunde stehen, sondern 2 Sekunden, weil ich dort ja 2000 Millisekunden in der Ebene definiert hatte. Und ich denke mal, für ja, 3 Minuten Arbeit sieht das doch ganz schön, ja, ganz schön urlaubsmäßig aus in diesem Beispiel jetzt. Also es ist ganz einfach, ein GIF zu erstellen. Gut, das war's schon dazu und ich hoffe mal, es hat euch gefallen.